dragi drozja. Сегодня била у нас такая ситуация. Наш детям есть такая, ну, возможность, они могут на субботу один час ходить в школу за обучением русском языке. И наш буханка не работает. Папа за этого, как сказали, сменял свою смену на работу, потому что нашим детям были два раза сильно болеем, и папа решили сменять смену на работу. Ну, это папа может детям привезти и отвезти до школы в холодное время. И сейчас у нас есть такая проблема. Буханка нужна помочь, ну, ремонт. И мы сами не можем сделать это, такая ремонт для этой машины. Так, и на немецком еще. Also, hallo, liebe Freunde. Heute Morgen war es so. Wir haben versucht, den Buchhanker anzumachen. Der Buchhanker startete nicht. Die Kinder, die haben nämlich jetzt die Möglichkeit, jeden Samstag eine Stunde in die Schule zu gehen für Unterricht russischer Sprache. Ja, das Problem ist jetzt, der Buchhanker braucht eine Reparatur, die wir selber nicht ausführen können. Papa hatte das auch seine Schicht gewechselt gehabt, extra für die Arbeit, damit die Kinder zur Schule gebracht werden können und abgeholt werden können in der kalten Jahreszeit. Ja, und jetzt kommt wieder mal eine Reparatur hinzu. Keine Ahnung, wie wir das lösen wollen. Auf jeden Fall, er arbeitet nicht. Buchanka nie работает. Sembaka. Siehst du aus? Ich wollte Schnee drin und hier tut es weh. Die lagen ja auch auf dem Brust. Eieiei. Ich dachte mir das. Oh, weißt du, was wir machen? Wir machen jetzt einen Berg. Ah. Der Berg, den wir gemacht haben, den haben wir kaputt gemacht. Den ich mit Heimat gemacht habe. Super. Ah, ja. Raus aus dem Stehen. Komm. Komm. Kommt rein, Mäuse. Essen ist fertig. Nudeln. Nudeln, ja. Oh, hier ist es Schnee. Ja, das ist Schnee. Komm rein. Oh, in Nacken ist auch gerade ein Schnee. Kalt. Tut weh. Schnee ist auch wieder kalt. Komm, mein Schatz. Komm. Wie war die Schule? Toll hier. Und wenn der Junge, der hat mein Geburtstag zu Gassern hier, der hat mir immer Hello gesagt. Echt? Ja. Ich hab wirklich zu der Tag auch Hello gesagt. Und dann hat er immer mir immer dieselbe Sprache wie. Oh, schön, Schule. Ja. Prima. Was hast du gelernt? Ja. Was hast du denn gelernt? Und so wie Guss. Ah.
auf die anderen beiden. Das ist der. Ja? Naja. Nun, setz dich doch mal bitte hin. Lass die Kinder erstmal rein. Wir sind schon gar. Genau. Durchgefroren. Durchgefroren? Ja. Koche. Ich habe das Fenster aufgehört. Ich stand mit ihm, stand ich da im Zwischenraum. Weil den Zeitmittel, der hat uns schon. Das hat da ewig gedauert. Ja. Ja. Ich esse doch einmal. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Du musst zu mir essen, dann passt das gut. Ja. Können wir nach Hause fahren? Ja, sie sagt, sie hat mir schon die Kopfschmerzen gehabt, hat aber die Brille aufgelassen. Ja. Jetzt hat sie Kopfschmerzen. Toll. Alles gut. Wir fahren mal nach Hause. Okay? Ja, und ich habe den... Bei der 6 war ich dran. Oh. Und dann habe ich auf Deutsch gesagt, Mama ist für die Kinder da. Das sagt dann auf Russisch. Und dann habe ich ihn einmal umarmt. Aha. Und dann das zweite Mal, dann habe ich ihn gefragt, du siehst doch traurig aus. Ja, und ich bin dann fast hat, ja. Die wollte mein Auto behalten. Vorher hat er das noch gemacht, was ich gemacht habe. Und dann hat er die gesagt. Jetzt fahren wir mal schön nach Hause und ruh dich aus. Okay? Ja. Dann los. Da wurde. Und das wird nicht durchspielen. Ist das stockerleert. Also guten Morgen, liebe Freunde. Bei uns gab es Eisregen. Der ganze Zaun ist vereist. Wir fahren jetzt auf Arbeit. Ich lasse mich bei jedem eine Rabotte. Papa kackt sich das Schiff her. Das Wort im Kaketa putet. Sutra Bela Uze. No, kacke, aber немного тяжело с детьми. Дети привезти в школу. Столько лет. Ужас. Also heute Morgen war es auch schon etwas schwer, die Kinder zur Schule zu bringen. So viel Eis. Alles ist vereist, einfach alles. Aber so ist das. Nicht schlimm. Wir haben Buranga. Genau. Buranga geht alles, auch mit Eis. Ja. Lucia, wie dich. Paparese, zwei Parada. Hat den Bart abgeschnitten. Das kurz vor Neujahr. Damit das richtig. Kurz vor Weihnachten. Das soll ja richtig wachsen. Dann habe ich einen Gurt und Rese, zwei Parada. Tschüss, tschüss. Kackschalke. Kto budet jetzt mal rostet? Dann hast du den Dieter. Bis Weihnachten ist das so. Ja, ja. Dann kann man wieder
Новенько будет. А снова вот такая борода. Так. Ладно. Желаем всем хорошего дня. Wünsche allen einen schönen Tag. Ja. Gottes Segen. Blagoslovenia. И пока. Пока-пока. Oh, Jesus. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы в путь на работу. Ну, я, папа, как всегда, шофер. Wie viel Mann ist jetzt am Auge? Keine Ahnung. Так, и дальше. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Так, я стажер, пока. Учи запчасти для машины. Да, в принципе, у меня неплохо идет, я так думаю. Потому что, в принципе, я знаю запчасти, но сложности это в языке. Так. И они меня не так ругаются, я спрашиваю, топит, надо верить, как сказали, надо верить, dass ihr будет хорошо. Also, hallo, liebe Freunde, nochmal auf Deutsch. Papst hat mich gerade ganz durcheinander gebracht. Nein. Also, ich bin im Moment Auszubildende, Praktikant, heißt das so viel wie übersetzt. Ich sag Azubine. Genau, und ich weiß gar nicht, wie ich euch das sagen soll. Also prinzipiell, sie schimpfen nicht mit mir. Ich denke, es geht ganz gut, wenn ich weiterhin so beibleibe. Und also eigentlich ist das Schlimmste, also ich lerne das momentan über Autoteile. Prinzipiell kenne ich Autoteile und habe auch schon viel Erfahrung, schon allein durch Papp seine Sachen hier, über Auto und Reparatur. Ja, genau. Das Problem ist Sprache. Die Teile heißen teilweise anders da. Also, das Problem ist eigentlich gar nicht so, das zu verstehen. Das Problem ist Aussprache. Weil auf den meisten Teilen steht das ja auf Deutsch drauf. Aber auf Russisch kriegt das raus. Also das ist ein Zungenbrecher. Ja, ich wünsche euch alle mal einen schönen Tag. Ja? Ja. Ja. Ich gehe auch gleich arbeiten. Ja. Sehr packer.